Moin! Herzlich willkommen zurück hier zur Samstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap in der Version 1.6 ohne Gräben. Ich bin am Haupthof unterwegs und ich versuche mal hier meine Flüssigdüngerproduktion ein bisschen auf Trab zu bringen, auch wenn es vielleicht mehr Sinn macht, das eigentlich unten am Rinderhof zu machen. Mache ich es trotzdem hier oben. Ich kann ja auch den Flüssigdünger nachher darunter bringen. Voll reingesammelt. Ich Idiot. So. So, jetzt sollte die Flüssigdüngerproduktion laufen. Und wir können hier erstmal ein bisschen aufräumen. Und erstmal die Fahrzeuge wegstellen. Warum stelle ich die dreckig hier ab? Weil ich die Clean Crew engagiert habe, die mir eigentlich meine Fahrzeuge sauber machen sollte. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Alle zwei Tage um Mitternacht machen die das. Okay. Ich habe da jetzt noch nicht so drauf geachtet. Ich glaube aber, dass es funktioniert. Den auch gleich weg. Dann machen wir das hier richtig, ne? Keine halben Sachen. Den will ich eigentlich nur noch mal ein bisschen mehr an den Rand stellen. Ja, aufräumen muss sein. Auch wenn das jetzt irgendwie nicht die spannendste Arbeit der Welt ist. Aber wir müssen ja hier ein bisschen Ordnung am Hof haben, ne? So geht das sonst nicht weiter. So. Ach, shit, egal. Wohin? Hauptsache untergestellt. Jo, der soll natürlich da drüben neben den anderen Cargos.
Ganz knapp. Könnte meinen, dass ich Glasfahrzeuge gut finde. Wenn man sich so meinen Fuhrpark anguckt. Und stimmt auch. Finde ich auch nicht schlecht. Wie findet ihr Glas? Was ist eure Lieblingsmarke? Was benutzt ihr am liebsten? Fragt mich gar nicht, warum ich Glas gut finde. Irgendwie, weiß ich nicht. Spricht mich an die Marke. Also früher, als ich selber noch viel, jetzt mal landwirtschaftlich aktiv war. Ich habe das ja schon mehrfach erzählt, dass ich also in meiner Kindheit und Jugend ganz viel auf dem Bauernhof war. Da habe ich mit Klaas gar nichts am Hut gehabt. Klaas spielte da keine Rolle auf dem Hof, wo ich immer war. Treckerfahren gelernt, in Anführungsstrichen. Habe ich mit 6 Jahren bei einem Verwandten von mir, der hat so einen ganz kleinen Bauernhof gehabt. Und der hatte einen Normag-Traktor. Hm? Kennt vielleicht der ein oder andere, vielleicht auch nicht. Kurs löschen. Was wir jetzt noch mal eben machen ist, mal eben hier vorne sauber machen, dass wir das also alles möglichst im Silo auch alles haben. Ja, wir waren bei Traktoren. Also, gelernt habe ich auf einem Normag. Auf dem Bauernhof, wo ich aber dann viele Teile, lange Teile meiner Kindheit und Jugend verbracht habe. Das war eigentlich ein reiner, kann man nicht sagen. Aber der hatte, also der hat den ganz alten Maasai MF. Aber auch nicht lange. Und ansonsten ausschließlich IHC-Traktoren. Also damals gehörte ja auch noch McCormick irgendwie so. Also er hatte McCormick und IHC. Da bin ich dann drauf groß geworden. Mehr oder weniger. Und bin dann auch nochmal auf einem anderen Bauernhof gewesen, mal kurz. Da war ich dann auf einem MB-Truck unterwegs. Ja. Aber wie gesagt, das waren immer nur mal so Ferien, ne? Also ich war jetzt nie irgendwie professioneller Landwirt oder sowas. Sondern hab immer nur so zur Freude in den Ferien ein bisschen mitgeholfen. Und ich war jetzt ja tatsächlich Weihnachten, Silvester wieder auf diesem Hof, der eben eigentlich nur IHC hatte. Und also er hatte jetzt noch einen alten IHC da, er hatte einen alten Ford da. Was hatte er noch da? Er hatte Steyr da. Er hatte natürlich auch einen neueren IHC da. Ja. Das war so das, glaube ich, was ich da an Traktoren gesehen habe. Ich müsste jetzt nochmal die Fotos angucken. Aber ich bin, also eigentlich bin ich mit IHC-Traktoren groß geworden. Das sind also die, die ich am meisten gefahren habe in meinem Leben bisher. Jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber im Sommer geht's da wieder hin. Wir haben gebucht, wir haben eine Zusage. So, und dann mal gucken. Vielleicht komme ich da dann mal wieder zum Fahren. Bock hätte ich da ja drauf, ne? Das
mal wieder zu machen. War ich eben lange nicht mehr. Mal sehen. Aber wir fahren leider, wir fahren Anfang Juli, fahren wir dahin. Da ist also wahrscheinlich auch noch nicht so viel mit Ernte und mit Ernte helfen. Mal gucken, ob ich dann trotzdem zum Fahren komme. Mal gucken. Bin ja sonst auch mal gerne ein bisschen später dahin gefahren. Entweder während der Ernte zum Trecker fahren oder danach. Und dann habe ich gegrubbert und sowas. Das hat auch mal Spaß gemacht. Gut, damals mit 16, 17 so. Vielleicht ist mir das, wäre mir das jetzt auch zu stumpf oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich da mal überraschen. Ob ich überhaupt zum Fahren komme. Wahrscheinlich ist es jetzt so, dass da jetzt genauso viele Jugendliche sind wie ich damals. Und er mich eigentlich gar nicht braucht, da auf dem Hof zum... So. Silo zudenken. Silo zugedeckt. Und wir können auch jetzt zurück zum Hof. Boah. Diesen Wendekreis. Ja, ich habe wahrscheinlich viel zu viel schon wieder gelabert, viel zu viel Bullshit. Egal. Ja, also wie gesagt, ich habe früher viel IHC. Im Moment spricht mich hier Klaas ziemlich an. Aber IHC-Traktoren habe ich ja auch. Die habe ich ja mehr so auf dem Rinderhof platziert, positioniert. Und ja. Einfach sozusagen als Erinnerung an früher. Ich war dann auch, als ich auf dem Bauernhof war, ich war so ein bisschen auch raus, was so alles, was so die ganze Traktorenentwicklung und so angeht. Ich kam also auf diesen Bauernhof, der früher ausschließlich IHC-Traktoren hatte und ja, im Schuppen stand ein Steyr und der Hofbesitzer, der Bauer, hört sich böse an, Bauer, ne? Hört sich fast wie ein Schimpfwort an, aber ist ja eigentlich gar nicht. Also der Bauer, der Landwirt, hatte eine New Holland Mütze auf und ich war dann schon etwas verwirrt. Ich denke so, hey, was wird hier denn gespielt? Was stimmt hier nicht? Und dann hat er mich eben aufgeklärt, dass das ja inzwischen alles zusammengehört. Und ja gut, das hat dann einiges erklärt. Eigentlich ist das ja auch egal, was draufsteht. Die Traktoren müssen funktionieren. Das sind also auch keine Riesentraktoren, die da haben. Ne? Also ich müsste jetzt mal nachgucken, was er genau da hat. Ich habe da mal Fotos von gemacht. Aber, also er hat nichts in der Größe wie jetzt hier ein Xerion oder sowas da. Ne? Oder ein Fendt 1050, wie hinter uns fährt. Sowas hat er nicht. Wofür auch? Braucht er nicht. Das ist ein Hof, die haben 100 Hektar Land ungefähr. Also ist auch jetzt nicht ein Riesenhof, aber ist auch nicht ein ganz kleiner Hobbyhof. Das ist eigentlich hauptsächlich erstmal ein Reiterhof. Ja, inzwischen. Also früher war es ein vollwertiger Bauernhof, der dann so ein bisschen mit Reiterhof angefangen hat. Inzwischen ist es mehr Reiterhof, haben aber eben auch, die haben auch Schweine, haben auch Rinder und so. Aber haben eben alleine 150 Pferde. Und damit ist die Präferenz ganz klar auf Reiterferien. Darauf sind die ausgerichtet. Das ist auch so, wir mal eben gucken, wie viel Flüssigdünger wir schon produziert haben. 1250 Liter, ja, schön. So, den können wir auch gleich mal tanken hier. Ihr seht also auch genau, wo meine Tastatur steht. Weil immer, wenn ich zur Seite gucke ich auf meine Tastatur.
Tastatur. Wo stellen wir denn das Häckselschild mal hin? Das können wir eigentlich neben die Walze stellen. Hier hinten. Jetzt ist zum Beispiel, ich gucke ja jetzt fast komplett nach hinten. Und im Endeffekt drehe ich meinen Kopf gerade so weit, dass ich an den Rand des Bildschirms gucke. Also ich kann immer noch gut zurückfahren. Ja, das so viel zum Thema Head-Tracking. Nur falls ihr jetzt denkt, ja, wie ist denn das mit dem ganz Zurückdrehen? Ich konnte mir das auch vorher schwer vorstellen. Aber geht in der Tat recht gut. Ich werde mir gleich noch so ein Förderband kaufen. Wobei, ich sehe gerade, es ist schon so spät, dass ich das vielleicht jetzt nicht mehr machen werde. So, passt der noch dazwischen? Exerion passt da nicht mehr zwischen. Warum nicht? Weil ich zu doof bin oder weil der zu groß ist? Na bitte. Ihm passt da nicht mehr zwischen. Aber man sieht schon die unterschiedlichen Mods, unterschiedliche Farben. So. Ja, Leute, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, einen Kommentar, ein Like, wie auch immer. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage friesenjung13.de. Ja, vielleicht gibt es heute Abend einen Livestream, vielleicht gab es gestern auch schon einen, vielleicht gibt es auch morgen einen, mal gucken, kann ich noch nicht sagen, weil ich habe das in der Ausgabe gestern schon gesagt, diese Aufnahmesession findet am Dienstag, also fand jetzt letzten Dienstag statt, das heißt, da wusste ich noch nicht, wann ich genau einen Livestream mache, da bin ich noch dabei, das gerade zu klären, aber vielleicht sehen wir uns, schaltet gerne ein, ich bedanke mich bei euch und sage ciao.